Stell dir Folgendes vor. Du bist ein Astronaut und fliegst mit deinem hochmodernen Raumschiff durch das All. Doch plötzlich merkst du, dass dir der Treibstoff ausgeht. Was nun? Bist du im Weltraum verloren? Es ist ja leider nicht so, dass da oben Tankstellen rumschweben. Die gute Nachricht ist, dass du nicht einfach irgendwo liegen bleibst. Geht einem Raumschiff der Sprit aus, wird es nicht einfach stehen bleiben. Der Grund dafür ist, dass es im All keine Atmosphäre gibt. Im Weltall hört dich auch niemand schreien. Schall breitet sich durch die Vibration von winzigen Atomen und Molekülen aus. Wenn nichts dergleichen zur Verfügung steht, kann der Schall sich auch nicht ausbreiten. Dasselbe gilt für dein Raumschiff. Da es da oben keine Luft gibt, entsteht auch kein Luftwiderstand. Die wenigen Partikel, die im All existieren, sind viel zu klein, um den Schwung des Raumschiffs zu bremsen. Die meisten Raumschiffe schalten daher während des Großteils ihrer Reise die Triebwerke ab. Diesen Filmen, in denen Raumschiffe dauerhaft mit Feuerstrahl durchs All düsen, darfst du nicht glauben. Das ist totaler Mumpitz. Im Gegensatz zu Schiffen benötigt ein Raumschiff keinen permanenten Antrieb, um in Bewegung zu bleiben. Normalerweise werden die Triebwerke nur sehr kurzfristig eingesetzt. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch sparsam. Treibstoff ist eine wirklich teure Fracht, da er sehr schwer ist. Sonden nutzen daher so wenig wie möglich davon. Schubkraft wird eigentlich nur für den Start und den Wiedereintritt in die Atmosphäre benötigt. Bei der Rückkehr wird der Treibstoff zum Bremsen gebraucht. Während Züge und Autos Bremsen haben, ist es nicht so einfach, ein Raumschiff zu stoppen. Mithilfe von Düsen wird das Tempo gedrosselt oder das Raumschiff vollständig zum Stillstand gebracht. Die kräftigen Düsen an der Nase des Raumschiffs erzeugen den benötigten Widerstand und reduzieren das Tempo. Dieser Vorgang erfordert jedoch höchste Präzision. Eine falsche Bewegung und du wirst gegrillt. Buchstäblich. Ist das Raumschiff nämlich zu schnell, geht es beim Wiedereintritt mit mehreren tausend Kilometern pro Stunde in Flammen auf. Ist es jedoch zu langsam, kann es passieren, dass das Raumschiff den Orbit der Erde komplett verfehlt und einfach vorbeischießt. Die meisten Raumschiffe haben für einen zweiten Versuch nicht genug Treibstoff an Bord. Zu langsam unterwegs zu sein, muss also um jeden Preis vermieden werden. Aber zurück zu unserem ursprünglichen Problem. All das bedeutet, dass ein Raumschiff mit einem leeren Tank sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter durchs All bewegt, bis es irgendwo anstößt. Anders ist es nicht aufzuhalten. Moment, ich fürchte, das ist keine gute Nachricht. Es ist nämlich nicht gerade wahrscheinlich, dass die NASA dir einen Suchtrupp hinterher schickt. Klingt traurig, ist aber so. Bis eine neue Mannschaft und ein passendes Raumschiff gefunden sind, bist du schon so weit weg, dass sie Jahre bräuchten, um dich einzuholen. Der Preis dafür wäre untragbar. Pro Start ins Weltall gibt die NASA im Schnitt sagenhafte 130 Millionen Euro aus. Davon könntest du dir 6 brandneue Spitzen-Lamborghinis kaufen. Noch verrückter ist, dass es die NASA etwa 42 Milliarden Euro kostete, das erste Space Shuttle zu entwickeln. Hast du erstmal die Erdatmosphäre verlassen, ist es ohne Treibstoff nahezu unmöglich, wieder zurückzukehren. Das passierte übrigens der NASA-Raumsonde Dawn im Jahr 2018. Eines schönen Tages ging der Sonde der Sprit aus und seither irrt sie im Weltall umher. Sie sendete keine Signale mehr und die 11 Jahre lange Sammlung wertvoller Weltraumdaten fand ihr jähes Ende. Die Raumsonde konnte ohne Treibstoff, um die Solarpaneele zur Sonne auszurichten, keine Elektrizität mehr erzeugen. Aus ihrer misslichen Lage kann sie sich auch nicht befreien. Zum Glück hatte Dawn keine Astronauten an Bord. Heute steckt die Sonde im Orbit des Zwergplaneten Ceres, den sie erforschen sollte, fest. Als Orbit bezeichnet man übrigens die gebogene Linie, auf der ein Objekt um einen Stern, Planet oder Mond kreist. Aber jetzt warte mal, die NASA ist doch Experte, wenn es um Raumschiffe geht. Wie kann es da sein, dass einem Raumschiff der Treibstoff ausgeht? Tatsache ist, es ist extrem schwer, die im Weltraum benötigte Menge an Treibstoff exakt zu bestimmen. Auf der Erde sorgt die Schwerkraft dafür, dass der Treibstoff am Boden des Tanks bleibt. Mithilfe eines Schwimmers kannst du messen, wie voll der Tank ist. Doch im All geht das aufgrund der fehlenden Schwerkraft nicht. Man integriert daher eine Luftblase mit entsprechendem Druck in den Tank, die den Treibstoff an seinen Platz drückt.
Je mehr Treibstoff verbraucht wird, desto weiter dehnt sich die Blase aus. Sie nimmt mehr Platz ein und verdrängt den Treibstoff. Der Druck wird kontrolliert und dient der Berechnung der noch vorhandenen Treibstoffmenge. Wie du siehst, ist alles viel komplizierter als auf der Erde. Jetzt nehmen wir mal an, es wären tatsächlich Astronauten an Bord, wenn der Sprit ausgeht. Wie lange überleben die? Nun, das hängt davon ab, wie viel Wasser und Nahrungsmittel sie dabei haben. Die NASA kalkuliert die benötigte Menge an Lebensmitteln in der Regel sehr akkurat, da kein Gramm zu viel an Bord sein darf. Aber es ist kein Problem, die Vorräte zu rationieren und zu strecken. Die Astronautennahrung befindet sich in speziellen Abpackungen, um sie vor dem Verderben zu schützen. Schließlich gibt es im Raumschiff keinen Kühlschrank. Die Lebensmittel stecken in Tütchen, die man mit einer Schere öffnet. Alles ist vorgekocht und verarbeitet und braucht nicht gekühlt zu werden. Die einzige Ausnahme bilden frisches Obst und Gemüse. Sie müssen zügig verzehrt werden, ehe sie verderben. Heutzutage arbeiten Astronauten mit Ernährungsberatern zusammen und können Speisen aussuchen, die ihnen schmecken. Sie haben die Wahl zwischen verschiedensten Produkten wie zum Beispiel Pilzsuppe, Käsenudeln, Hühnchen, Rindfleisch, Schinken, Nüsse, ja sogar leckeren Keksen. Shrimps zählen aufgrund ihres würzigen Geschmacks zu den Favoriten. Verschiedene Getränke werden in Pulverform mitgeführt. Das kannst du dir wie Instant-Kaffee oder was deine Küche sonst so zu bieten hat vorstellen. Interessanterweise berichten Astronauten häufig, dass sie im All gar keinen Hunger haben. Das Strecken der Rationen sollte daher kein Problem sein. Aber auch wenn die Nahrung reicht, musst du dir um Wasser Gedanken machen. Fracht ins All zu transportieren ist teuer und Wasser ist verdammt schwer. Man kann daher nicht Unmengen mitnehmen. Stattdessen verfügen Raumschiffe über ein wirklich komplexes Wassersystem. Es quetscht auch den letzten Tropfen aus der Umgebung und recycelt das benutzte Wasser. Das bedeutet, das Trinkwasser der Astronauten stammt aus Duschwasser, Atemluft, den Treibstoffzellen, Schweiß und so weiter. Aber keine Sorge, das Wasser ist absolut sicher und sogar sauberer als das Wasser, was aus den meisten amerikanischen Wasserhähnen kommt. Das Wasser in einem Raumschiff läuft als erstes durch verschiedene Filter, die zunächst Partikel und groben Schmutz beseitigen. Dann fließt es durch eine Multifiltrationsanlage, deren intelligente Substanzen Unreinheiten entfernen. Zum Schluss werden schädliche Komponenten wie Bakterien und Viren eliminiert. Für Notfälle werden Wasserreserven mitgeführt. Auf der Internationalen Raumstation werden zum Beispiel 2400 Liter Wasser bevorratet, für alle Fälle. Und was ist mit der Luft? Die primäre Quelle für Sauerstoff im Raumschiff schimpft sich Wasserelektrolyse. Dieses verblüffende System nutzt durch Solarpaneele erzeugte Elektrizität, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Wie wir bei NASAs Dawn aber gesehen haben, ist es schwierig, die Solarpaneele ohne Treibstoff nach der Sonne auszurichten. Das bedeutet, dass das Sauerstoffsystem vermutlich auch ausfallen würde. Es gibt jedoch ein wenig Sauerstoff in Druckflaschen. Allerdings ist auch diese Notfallreserve nicht unendlich. Du siehst, nicht alles ist schlecht.